Ach, ist es nicht schön? Überall Schnee in Deutschland, alles ist kalt, es kommt allmählich so die Glühweinstimmung auf, Weihnachten scheint nicht mehr weit zu sein, derweil ist es gerade mal erst Ende Oktober. Ja, servus Leute, hier ist wieder euer Lux und ich begrüße euch zu einem neuen Commentary von mir. Ja, was geht denn da ab, Leute, hier, Schnee in Deutschland Ende Oktober. Bei mir gestern vor der Haustür 2 cm Schnee. Ich war draußen, wir haben ein bisschen Glühwein getrunken und dieses vorgekommen, wie als wäre es Weihnachten, ja? So wie als wäre es so Dezember, ja, oder Ende November. Es war 0 bis zu minus 2 Grad draußen. Du hast schon Handschuhe und Jacke gebraucht und Mütze und volles Programm. Sogar hier in MW3 liegt schon überall Schnee. Und da denkst du dir schon, was ist passiert? Ja, ehrlich gesagt, ich mag den Winter und damit sind wir auch heute beim Thema. Heute mal kein politisch ernstes oder gesellschaftlich bewegendes Thema, nein. Heute einfach mal der Winter. Was, der Winter ist für mich so eine Zeit, ich mag sie eigentlich nicht. Ich kann den Winter eigentlich nicht leiden, weil es ist einfach nur kalt und ekelhaft und du musst dich so viel anziehen und wenn du dich dann irgendwie sportlich betätigst, schwitzt du und dann, wenn du in den ganzen Kleidern schwitzt, ach, einfach ein hässliches Gefühl, meiner Meinung nach. Aber der Winter hat auch eine schöne Zeit, nämlich, das ist so Weihnachten rum, so auf den Christkindlesmärkten, ja, auf den Weihnachtsmärkten, immer diese Stimmung, es schneit und der Schein der Lichterketten und der Geruch vom Mandeln und Glühwein und Kinderpunsch und Süßes und alles mögliche. Es ist einfach eine tolle Jahreszeit, eine sehr romantische Jahreszeit, finde ich. Und das macht einfach schon ziemlich viel Spaß. Aber andererseits ist der Winter halt dann doch wieder sehr kalt und wenn man da draußen ist am Weihnachtsmarkt, dann kann es schon ziemlich frieren. Andererseits kann man sich natürlich auch sportlich betätigen, irgendwie Skifahren, Snowboarden, Bobfahren. Ist einfach auch toll, wenn man mit seiner Familie einfach mal ein Wochenende lang zum Skifahren fährt, irgendwo hin nach Tirol oder... Das macht schon auch Spaß, aber eigentlich ist der Winter für mich eine Zeit, in der alles sehr hektisch ist. Alle Menschen laufen immer wild durcheinander, geiern förmlich nach Geschenken kurz vor Weihnachten. Die Männer wissen nicht, was sie ihren Frauen schenken sollen. Die Frauen haben die meisten Geschenke schon im Oktober eingekauft. Die Kinder müssen ihren Mamas was schenken und fragen den Papa, was sie denn schenken sollen. Der Papa weiß es ja auch nicht so genau. Und alle sind irgendwie in Hektik, alle sind irgendwie unterwegs und tummeln sich und niemand weiß so recht, wo jetzt als nächstes hin soll. Und ach, es ist alles ein riesiger Stress und in dieser stressigen Zeit versuche ich immer so ein bisschen runterzukommen. Ja, wenn alle im Kaufhaus, beim Einkaufen rumrennen und durcheinander laufen und ein Geräuschpegel und aus dem Radio tönt monoton diese ewigen Weihnachtsklassiker von Wham und von Chris Rea und Melanie Thornton und was weiß ich alles. Da bin ich schon ehrlich, da genieße ich es einfach mal bloß, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, mich irgendwo hinzustellen und einfach diese ganzen Menschenmassen, die völlig in Hektik sind, einfach an mir vorbeiziehen lassen und vielleicht gerade in dem Moment, wo alles so hektisch ist, sich selbst eine kleine Auszeit geben und einfach ein bisschen runterkommen, seine Gedanken ein bisschen zu ordnen, ja? Das ist vielleicht nicht immer einfach, aber man soll es mal versuchen und für mich ist immer das Weihnachten, das ist immer die Zeit, wo ich versuche, dass mir das gelingt. Ja, Weihnachten ist natürlich nicht nur die Zeit, sondern nicht nur die Zeit von Geschenken und Weihnachten, sondern eben auch von einem ganz anderen Event, nämlich Silvester, ja. Wir feiern das neue Jahr. Silvester war ja auch ein Heiliger und das finde ich, finde es teilweise sehr interessant. Ich möchte ehrlich gesagt nicht wissen, wie viel Geld im Dezember im Vergleich zu den restlichen Monaten in der Gesamtwirtschaft umgesetzt wird. Das ist doch einfach nur brutal, oder? Aber das ist doch schon wieder viel zu viel politisch und das wäre eigentlich nochmal ein zweites Commentary wert. Ich hoffe, dieses Commentary hat euch gefallen. Ich kann ja noch kurz was zum Gameplay sagen. In dem Gameplay habe ich selber auch mitgespielt, aber ich war in diesem Gameplay nicht so sonderlich gut, deswegen habe ich doch den Lobbybesten einfach gefragt, ob ich sein Gameplay haben kann und er hat gesagt, ja klar.
Ich finde es ganz cool, P90 mit sehr interessanten Killstreaks, Predator, Kampfheli und Osprey-Schütze. Am Ende ist, glaube ich, ein 46-5 und finde ich doch ganz ordentlich. Obwohl es sehr kalt ist auf der Map, hat es doch geschafft, einen ganz ordentlichen Score hinzubringen. Ich würde euch einfach nur den Tipp geben, wenn alle in dieser Hektik sind an Weihnachten, geht irgendwo hin, wo diese Menschenmassen sind und schaut euch das Ganze an, denkt ein bisschen drüber nach und nutzt vielleicht diese Zeit aus und steht vielleicht über dieser ganzen Hektik, steht über diesen ganzen Geschenke-Rausch und nehmt euch Zeit dafür, gerade in diesen wundervollen Tagen vor Weihnachten, das eigentlich eine schöne Bedeutung hat, einfach ein bisschen eure Gedanken zu sammeln, zu ordnen. Und ich hoffe, dass für unser Klima, dass es nicht so weitergeht, dass wir jetzt nicht dann schon im November den höchsten Schneefall haben, nicht minus 10 Grad. Und dann Anfang Januar die Sonne scheint und alles schon wieder anfängt zu blühen. Das wäre doch eher eine Wende, die ziemlich krass wäre und ich glaube auch nicht mehr schön für uns alle. Wir haben zwar ziemlich Glück in Deutschland, dass wir so interessante Jahreszeiten haben, die so toll ausgeprägt sind, aber so krass müssen wir es ja doch nicht haben, oder? Ich verabschiede mich mit einem Servus, euer Lux, und wünsche euch noch viel Spaß im Oktober. Und im November, und vergesst bitte nicht, wir haben noch Herbst. Servus.